Ja, aufgrund der aktuellen Situation mussten wir nochmal eine Ergänzung zu unserer Ukraine-Folge machen, denn jetzt hat so, wie es so viele Linksliberale wie die Grünen es gefordert haben, endlich auch die Bundesregierung reagiert und mit einer Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf die russische Aggression geantwortet. Was bedeutet das? Deutschland möchte endlich, so wie verkündet wurde, sein 2%-Ziel der NATO-Ausgaben erfüllen. 2% des BIPs, das sind 15 bis 20% des Bundeshaushaltes. Etwas, was immer gerne vergessen wird. Wie groß dann eigentlich diese Zahl der Ausgaben ist, die wir dann dahingeben für eine Aufrüstung des Militärs. Natürlich kann man das jetzt gut verkaufen. Ich meine, die Ukrainer, die stehen gerade vor der russischen Aggression. Und ja, es werden dann auch ein paar Waffen geliefert und damit kann man das jetzt alles moralisch rechtfertigen. Es geht ja nicht nur um die Sicherheit der Ukrainer, sondern der Russe kann ja auch bald vor unserer Haustür stehen. Aber wem nützt es denn wirklich? Wem wird damit geholfen, dass jetzt die Bundeswehr aufgerüstet wird? Dass darüber gesprochen wird, dass die Wehrpflicht eingeführt werden soll? Dass die marode Bundeswehr, die zwar seit 2013 jedes Jahr immer mehr Geld für ihre Aufrüstung bekommt, jetzt wieder hochgerüstet werden soll? Nicht uns, nicht den Ukrainern, eigentlich niemandem, bis auf den Konzernchefs, die sich dann in den imperialistischen Kriegen bereichern können. Denn die Bundeswehr wird nicht nur hier zu unserem Schutz da sein, so wie es immer gesagt wird. Die Bundeswehr wird jetzt nicht die Ukrainer von dem russischen Autokraten befreien. Nein, die Bundeswehr wird mit diesem Budget in den kommenden Jahren sich immer wieder an westlichen imperialistischen Kriegen beteiligen. Sie wird die ArbeiterInnen dieser Welt überall in verschiedenen Konflikten und Kriegen unterjochen. Und sie wird den Leuten vor Ort auch nicht nutzen. Nein, sie wird einfach nur weiterhin Boden gut machen für die geopolitischen Ambitionen der NATO und des Westens. Und sie wird damit dann auch wieder neue Märkte freimachen für die Kapitalentwicklung dieser Konzernchefs. Und auch für die Ukraine wird diese Aufrüstung keinen Frieden und keine Freiheit bedeuten. Denn im Endeffekt waren sie lange auch der Grund dafür, dass es überhaupt zu dieser Entwicklung kam. Denn es waren nicht nur die russischen Truppen, die sich dort an der Grenze aufgebaut haben. Das war schon seit Jahren ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen, zwischen der NATO und der sogenannten russischen Welt. Und nur wenn beide imperialistischen Mächte aus diesem Land vertrieben sind, kann die Ukraine wirklich Frieden und Freiheit genießen. Und dann können auch wir das hier. Und deswegen, wenn all diese Entwicklung, wird diese Aufrüstung der Bundeswehr weder uns, noch den Ukrainern, noch irgendeinem anderen Arbeiter auf dieser Welt nützen, sondern nur denen, die jetzt schon daran verdienen und jenen, die jetzt dort ihre geopolitischen Ambitionen ausspielen.